Wenn du 2024 mit Suchmaschinenoptimierung starten willst, was ist die eine Sache, die du auf gar keinen Fall vernachlässigen solltest? Genau darum geht es jetzt in diesem Video. Mein Name ist Phil Posch, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Posch Consulting GmbH. Wir machen Suchmaschinenoptimierung mit einem vertrieblichen Ansatz. Das heißt, unsere Mission ist es, den klassischen Mittelstand, insbesondere aus dem B2B-Umfeld, in Google nach vorne zu bringen und Anfragen zu generieren. Das heißt, die Website kann ein Vertriebskanal sein und genau das machen wir für unsere Kunden. Nun, was ist jetzt also die eine Sache, auf die du dich unbedingt 2024 konzentrieren solltest? Das ganze Thema Brandbuilding. Was meine ich damit und vor allen Dingen, was hat das mit Suchmaschinenoptimierung zu tun? Du hast wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres mitbekommen, wie eine KI nach der anderen an den Start gegangen ist, wie insbesondere auch gerade online im Marketingumfeld und auch im Bereich Suchmaschinenoptimierung mit den KIs schon gearbeitet werden kann. Texte werden geschrieben, Texte werden als Blogartikel veröffentlicht und sollen natürlich eben auch in Google ranken. Und es gibt erste Prognosen, dass 90% aller Inhalte im nächsten Jahr schon aus KIs generiert wurden, die man eben online finden kann. Und wenn es jetzt darum geht zu sagen, okay, wie kann ich mich denn abgrenzen, gerade auch durch die neuen Späße, die Google da so macht mit dem Thema SGE zum Beispiel, dass im Suchergebnis selber oben schon KI-generierte Inhalte gezeigt werden, dann ist es eben das Thema Brandbuilding, dass ich mich als Marke eben auch als vertrauenswürdiger, kompetenter Antwortgeber positioniere, die Kompetenz in meinem Markt beweise und auch über Marketingwege behaupte. Warum sage ich jetzt als SEO-Experte, dass das Thema Brandbuilding wichtig ist? Nun, wenn du eine klassische Corporate-Website betreibst, also wir sprechen jetzt mal nicht von den Shops, wir sprechen jetzt mal nicht von dem E-Commerce-Thema, wir sprechen von einer klassischen Unternehmensseite, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass Google sagt, okay, wir haben ja in der Suche schon beantwortete Ergebnisse durch die KI, was übrigens aktuell noch sehr, sehr langsam funktioniert. Also wenn man SGE mal ausprobiert, dann sind das Sekunden, die es braucht, bis man oben eine Antwort sieht. Das heißt, wir schauen immer noch auf die Ergebnisse, die ausgespielt werden. Google hat hier natürlich auch ein wichtiges Merkmal, warum es sinnvoll ist, nicht schon im Suchergebnis alle Antworten zu geben. Nämlich, dass Google ja eben auch daran verdient, wenn Antworten auf einer externen Website gegeben werden. Das heißt, durch das ganze Thema Display-Netzwerk, Werbeanzeigen-Netzwerk durch Google, verdient Google ja damit, wenn deine Website Traffic hat, wenn du zum Beispiel ein Newsportal bist oder eine Website, die eben viel Traffic hat und Werbung schaltet. Wenn du aber natürlich jetzt im Umkehrschluss eine klassische Corporate-Website betreibst und du Anwendungen beschreibst, du möglicherweise auf Produkte eingehst, auf Dienstleistungen eingehst, dann wiederum sieht das Ganze nochmal anders aus. Das heißt, Google hat eben da die Möglichkeit zu sagen, okay, wie setze ich denn in der Regel ein gewisses Produkt ein oder für welchen Anwendungsfall ist denn eine gewisse Lösung gedacht? Ja, das kann ich ja hier schon beantworten, weil auf der Corporate-Website wird ja auch keine Werbung geschaltet, heißt, ich verdiene kein Geld daran und kann da quasi meine volle Kraft der KI auch nutzen. Das ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt eine Spekulation, aber was natürlich jederzeit auf dich, auf deine Marke, dein Unternehmen einzahlt, ist, wenn du mit deinem Produkt, deiner Anwendung, deiner Dienstleistung verknüpft wirst und Google, auch die KI übrigens, dich damit in Verbindung findet. Das heißt, eine starke Marke gepaart mit einem Produkt, das vielfach zitierte Tempo-Beispiel, das ist genau die Kraft, die du an der Stelle nutzen kannst und auch nutzen solltest, um dich zukunftsfähig und wettbewerbsfähig zu positionieren. Wie kannst du das ganze Thema jetzt also angehen und deine Brand stärken, deine Marke im Internet stärken und dich auch mit deinem Produkt verknüpfen? Das eine ist natürlich deine Website, dass du auf deiner Website selber mit den gewissen Inhalten, wir haben das ganze Thema Helpful Content in diesem Jahr sehr ausführlich gehabt, dass Google einfach sagt, hey, liefere Inhalt, der Mehrwert bietet und damit kannst du eben auch dich als Unternehmen natürlich absetzen, aber darüber hinaus eben auch deine Marke zu stärken durch externe Verweise. Das heißt, deine Website muss extern in Verbindung mit deinem Produkt gebracht werden, durch PR-Maßnahmen, durch Marketing-Maßnahmen, die eben auch gezielt eingesetzt werden, also nicht nur eben, hey, wir haben eine neue Maschine, hey, wir bieten folgende Dienstleistung an, sondern dass man eben auch als Experte irgendwo erwähnt wird, dass man als Experte verknüpft wird und damit hast du die Chance, regional, überregional, themenspezifisch auch einer KI, einer Suchmaschine mitzugeben, wie wertvoll du für deinen Markt bist. Diese Empfehlung gilt natürlich nicht nur für diejenigen, die klassische Corporate-Websites betreiben, sondern auch für diejenigen, die E-Commerce machen und auch insbesondere ihre Produkte mit einer gewissen starken Marke aufladen müssen. Wenn du Interesse hast, dich mit dem Thema mal tiefgehender auseinanderzusetzen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich im Bereich Suchmaschinenoptimierung auch über die eigene Website hinaus mit strahlkräftigen externen Verweisen, die auf deine Website einzahlen, die auf dich und deine Marke einzahlen, dann kannst du dir sehr gerne auf unserer Website www.philposch.de eine erste kostenlose Potenzialanalyse buchen, in der wir uns ganz genau das ansehen, was passiert in deinem Markt, wie wird gesucht, wie können wir deine Marke aufladen. Ich freue mich jetzt schon aufs Gespräch. Bis dahin, dein Philipp.